eurer Flying-Boots Heiko, heute mal mit Ayana. Hier möchte ich euch meinen neuen Tanz vorstellen. Take on for two. Fängt an. Der Mann macht einen Rock'n'Chair. Die Frau macht einen Step-Turn. Zwei halbe Drehungen nach links. Heißt, ein Rock, Step, and Back, Rock. Dann macht der Mann den Krebbein nach rechts und den Krebbein nach links. Die Frau macht den Krebbein nach rechts und den Rolling nach links. Heißt, side, behind, side, stomp, side, behind, side, stomp. So, die ersten Schrittfolgen. 5, 6, 7, 8. Rock, step, back, rock, side, behind, side, stomp, side, behind, side, stomp. Wir machen die Zweier, Männchen und Weibchen, Rocking Chair, also Rockstep und Backrock. Rockstep, Backrock. Die nächsten Schrittfolgen mit rechts Kickback heißt Kickback mit links, Kickback mit rechts, Kickback mit links, Kick, Stop nach vorne. Das setzen wir dran, wir fangen von vorne an. Geht los mit rechts, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Im nächsten Schritt folgen Step, Lock, Step mit rechts und Step, Lock, Step mit links. Heißt Step, Lock, Step mit links ein Scuff und mit rechts Step, Lock, Step, Scuff. Aus dem Scuff gehen wir in die Chessbox. Cross, Back, Side, Step. Das setzen wir dran. Wir fangen von vorn an. 5, 6, 7, 8. Rock, step, back, rock, side, behind, side, touch. Rolling nach links, stomp, rock, step, back, rock. Kick, back, kick, back, kick, back, kick, stomp. Step, lock, step, scuff, step, lock, step, scuff. Aus dem Scuff in die Chessbox, cross, back, side, linker Schritt nach vorne, step. Jetzt machen wir ein Dostrad mit rechts und ein Dostrad mit links. Ein Dostrad. Rad and toes, rad. Krebbein nach rechts und Krebbein nach links. Side, behind, side. Touch, side, behind, side, touch. Hier beginnen wir wieder von vorn, beziehungsweise wir fangen von vorn an und setzen die letzten Schrittfolgen dran. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt machen wir zweimal Step und halbe Drehung nach links. Das heißt, dabei die rechte Hand loslassen, die linke nach oben. Rechter Schritt vor, halbe Drehung links. Rechter Schritt vor, halbe Drehung links. Dann kommt mit rechts wieder ein Rocking Chair, also ein Rockstep, ein Backrock. Ein Rockstep, ein Backrock. Die letzten 8 Counts sind Heelstrut, Heelstrut. Mit rechts beginnen wir ein Heelstrut, 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 Heelstrut. Und hier beginnen wir wieder von vorn. So, wir stellen uns mal auf 6 Uhr hin. Und zählen ein, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In der zweiten und in der sechsten Runde ist jeweils ein Restart drin. Hier tanzen mal bis zu dem ersten Restart. Entschuldigung, in der dritten Runde. 5, 6, 7, 8. Rock, step, back, rock. Side, behind, side, stop. Side, behind, side, stop. Rock, step, back, rock. Kick, back. Kick, back, kick, back, kick, stop. Hier hören wir auf und fangen wieder von vorn an. Und in der sechsten Runde ist nach dem Step, Lock, Step, nach dem Shuffle. Das heißt, Step, Lock, Step, Scuff, Step, Lock, Step, Scuff. Fangen wir wieder von vorn an.
wirst du merken, in der dritten Runde nach dem Kickstomp aufhören vom Formbeginn, in der sechsten Runde nach dem rechten Step-Lockstep, linken Step-Lockstep aufhören und wieder vom Formbeginn. Ich hoffe, euch gefällt der Tanz. Bis zum nächsten Mal, sagt tschüss, der Übungsleiter Flying Boots Heiko.